Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute zu Gast beim Bruce Brömseklöten. Die Familie Brömseklöten stellt in der 7. Generation handgeschnitzte Pommes frites aus Holz her. Glück auf! Glück auf! Grüß dich! Grüß dich! Glück auf! Glück auf! Sag mal Bruce, du machst das hier ja alles alleine. Wie lange schnitzen du an so einer Portion Pommes frites aus Holz? Das kommt drauf an. Pommes Ketchup ein Tag, Pommes Mayo zwei Tag. Pommes Schranke mache ich gar nicht, habe ich Angst vor. Oh, das klingt ja nach einer ganzen Menge Arbeit. Ja, stimmt. Was mich jetzt interessieren würde, die Pommes. Pommes? Warum machst du die aus Holz? Woraus denn sonst? Na, aus Kartoffeln. Ja, die sind doch aus Kartoffeln. Ich schnitze zuerst Kartoffeln aus Holz, dann schnitze ich aus den Holzkartoffeln Pommes aus Holz. Du schnitzt zuerst Kartoffeln aus Holz und aus den Holzkartoffeln schnitzt du Pommes aus Holz? Ich schnitze zuerst Kartoffeln aus Holz und dann schnitze ich aus den Holzkartoffeln Pommes aus Holz, ganz genau. Ja, aber warum schnitzt du die Pommes nicht direkt aus Holz? Aber eins muss man sagen, also deine Pommes, die sehen aus wie echte Pommes. Darf ich fragen, was Sie meinen? Ich meine, die sehen aus wie aus Kartoffeln, also aus echten Kartoffeln, wie richtige Pommes. Pommes aus echten Kartoffeln, nicht Holzkartoffeln? Ja. Sind wir nicht bekannt? Sind wir nicht bekannt? Sind wir nicht bekannt? Halte ich auch ehrlich gesagt für ein Himmelfahrtskommando. Die kann man gar nicht bearbeiten mit dem Hobel. Ja, dann kann Weihnachten ja jetzt kommen. Und wenn Sie Interesse haben an handgeschnitzten Pommes frites aus Holz vom Bruce Brömseklöten aus dem Erzgebirsch, dann können Sie die bestellen unter www.weihnachten-mit-wolfgang-und-anneliese.tv/reportagen-mit-inka-balaske/bruce-brömseklöten/pommes-aus-holz-bestellformular. Möchten Sie vielleicht mal probieren? Oh, nein, danke, ich esse nur Fleisch. Da haben Sie recht. Sie sind eine tolle Frau. Danke. Glück auf. Ich habe mir vor vielen Jahren ein schlimmes Aua am Finger zugezogen, als ich versucht habe, einen Esel zu blenden. Pommes aus Holz zu schnitzen. Und ich habe mir ein schlimmes Aua am Finger zugezogen, als ich versucht habe, mit mir selbst intim zu werden.